dritte Schwerpunkt, kurz. Da ist meine erste Lieblingsübung, die ich geben will, dass der Gegner Aufschlag macht. Ich selber bin der Rückschläger, ich lege den Aufschlag kurz. Und danach wird dreimal kurz gespielt. Der Gegner spielt kurz, ich spiele nochmal kurz. Insgesamt dreimal mit dem Rückschlag mitgerechnet. Und dann muss das Ganze aufgelöst werden, spielt der Gegner lang in Rückhand. Und danach spiele ich Topspin und dann ist eigentlich freies Spiel. Was dabei wichtig ist, darauf zu achten, ist bei diesem Kurz-Kurz, ich weiß, es wird dreimal kurz gespielt, dass ich mich dabei aber immer wieder vor-zurück bewege. Das heißt, dass ich nicht vorne bleibe und den Ball immer wieder vorne nehme, sondern im Spiel wüsste ich ja auch nicht, dass der nächste Ball nochmal kurz gespielt wird, sondern dass ich nach jedem Ball reingehe, wieder rausgehe, wirklich wieder rausgehe, spiele den dritten Ball kurz, dann kommt der lange Ball, dann auch explosiv raus und dann den Topspin spielen. Das ist wichtig. Und ein weiterer häufiger Fehler ist, dass man mit dem rechten Bein als Rechtshänder nicht weit genug unter den Tisch geht. Das heißt, beim Kurzlegen, wenn ich das Bein, den Fuß nicht weit genug unter den Tisch setze, ist ein häufiger Fehler. Der Oberkörper geht hoch, ich bin zu weit vom Ball weg und kann dann nur noch den Arm strecken, um überhaupt hinzukommen. Und dann geht mir der Ball oft hoch weg. Das heißt, ich gehe nicht weit genug runter, Oberkörper hoch. Und mein Ball steigt. Das heißt, ich muss wirklich den Fuß weit unter den Tisch setzen, um nah am Ball zu sein, mit dem Oberkörper nah zu sein, den Oberkörper unten zu haben. Und dann habe ich perfekte Kontrolle, um den Ball kurz zu legen. Meine zweite Lieblingsübung, um das Kurz-Kurz-Spiel zu trainieren, ist ähnlich der ersten. Diesmal fange ich aber selber mit dem Aufschlag an. Das heißt, ich mache einen kurzen Aufschlag, der Gegner legt kurz. Und dann gehe ich ins Kurz-Kurz-Spiel rein. Das ist ein bisschen anderer Rhythmus, deswegen ist es ganz gut, das einmal zu wechseln. Und dann auch wieder dreimal kurz-kurz und dann löse ich selber auch lang auf. Das ist der Unterschied. Bei der ersten Übung hat der Gegner lang gespielt. Diesmal bin ich Aufschläger, spiele dreimal kurz und spiele meinen vierten Schupfball lang in Rückhand. Es kann auch ein Flip sein, kann auch die Banane sein. Ich löse lang auf mit dem Ziel, auch den Punkt zu machen. Das heißt, aggressiv zu spielen, den Schupf oder Flip. Aggressiv in Rückhand zum Beispiel vom Gegner und danach ist frei, aber ich versuche aktiv nachzusetzen. Eine Sache noch beim Kurz-Kurz-Spiel, worauf man auch achten sollte, selbst bei sehr hohem Niveau ist mir aufgefallen, man neigt oft dazu, kurzgelegte Bälle oft in diesem Bereich ausschließlich zu spielen. Warum auch immer, das Natürliche ist irgendwie, wenn ein Aufschlag kommt, man legt kurz, viel in Tischmitte, maximal in diesem Bereich zu spielen. Und da einfach mal testen, die kurzgelegten Bälle wirklich weit zu platzieren. Ihr werdet überrascht sein, wie effektiv das ist, einen kurzgelegten Ball mal weit in die Vorhand zu spielen. Der Gegner muss einen Extraschritt machen oder wirklich weit in die Rückhand. Das ist unheimlich effektiv und wird sehr selten gemacht, warum auch immer. Also das euch wirklich mal vornehmen, nicht nur in Tischmitte spielen, sondern bei dem Kurz-Kurz weite Platzierungen wählen. Meine dritte Übung zum Kurz-Kurz-Spiel ist jetzt, da kann ich variieren, ob ich selber aufschlage oder ob der Gegner aufschlägt. Man geht dann ins Kurz-Kurz rein und dann wird das Ganze unregelmäßig gespielt. Also kurz gelegt und zwar 1 bis 3 Bälle kurz-kurz und dann spielt mich der Gegner lang an. Ich weiß also nicht, da kommen wir darauf zurück, was ich am Anfang gesagt habe, ich weiß nicht, wann der lange Ball kommt. Das heißt, da ist unheimlich wichtig dieses Vor-Zurück. Ich lege kurz, es kann schon der lange Ball kommen. Vielleicht kommt wieder der kurze, also ich muss mich immer wieder vor zurück bewegen, um rechtzeitig vorne zu sein oder auch für den langen Ball vorbereitet zu sein. Ein Hinweis noch insgesamt zu den Kurz-Kurz-Übungen. Es ist nicht so einfach, 3 Bälle jeweils, also der Gegner und auch ich, 3 Bälle wirklich mit guter Qualität flach kurz zu legen. Bei diesen Übungen bleibt nicht zu lange stur in der Übung drin. Wenn mal ein Ball steigen sollte, ist es schwer, den selber auch wieder kurz zu legen. Würde man im Spiel auch nicht machen. Das heißt, wenn man Ball zu hoch gerät, geht auch mal aus der Übung raus, spielt einen Flip direkt. Oder wenn der Ball sogar halb hoch und halb lang ist, ein Topspin. Das heißt, nicht immer wieder versuchen, stur kurz zu legen, sondern nur, wenn die Qualität stimmt, machen wir das. Und sonst immer mal auch aus der Übung vorzeitig rausgehen. Auch keiner dem Gegner böse sein, wenn er das macht. Das zeigt eigentlich nur, meine Qualität war nicht gut. Und dann spiele ich wie im Spiel auf einen hohen Ball einen Flip oder eben auch einen Topspin.